Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren frühen Morgen hier in Minecraft. Und meine beiden Mitstreiter sind schon wieder unterwegs auf der Baustelle, beziehungsweise Woodcappy pinkelt gerade, glaube ich, in den Teich hier rein. Hallo Woodcappy, hallo Jules. Hallo. Hallo. Warte, ich bin gleich fertig. Macht das, okay, hallo, tut das Pinkeln Zuschauer. Wieder weh, ja? Ist wieder soweit? Musst du wieder zum Arzt? Es ist kalt. Kalt ist das eine, aber du weißt doch, du pinkelst immer Eiswürfel. So, ich mach meinen Morgensport. Hui! Ja, also nochmal mit etwas mehr Niveau. Hallo! Jetzt ist wieder soweit. So, eine Runde geschwommen. Hervorragend. Hat der Woodcappy eigentlich schon heute irgendwas Produktives gemacht? Nö, ne? Natürlich, ich schlachte hier Monster. Reihenweise. Reihenweise Monster schlachte ich. Und ich habe mein Inventar ausgemistet und ausgewählt. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll schon, ne? Super, schon, ne? Na, da hast du aber was geleistet, du. Na klar, na klar. So war das bei uns doch. Na, einfach pipscht. Na klar. Da hat jeder für den anderen geschaut. Ups. Hallo. Das war nicht so gemeint. Ich muss gehen. Ja, du bist auf einmal ums Eck geschossen. Ich habe gedacht, du seist ein Monster, weißt du? Hast du wieder auf den Jules eingeprügelt, oder was? Ja, ich meine, nicht, dass es nicht verdient hätte, aber nö, es war nicht beabsichtigt. Weißt du, ab und zu mal so 5-6 Stiche in den Rücken ist schon in Ordnung. Ja, das ja, muss ja auch mal das vertrage ich, genau. Alles gut. Ja, schön, so, ich habe das extra farblich anders gewählt. Was wollen wir denn hier noch machen? Also hier können wir noch ein bisschen Licht hinbauen, wenn wir wollen. Zum Beispiel so. Alle, pass mal, ich komme mal von der anderen Seite. Wie viel machen wir denn dazwischen? 2, 3, also 5 oder so, ne? 2, also 4. Jedes vierte hätte ich gesagt. Was meinst du? Jedes vierte? 1, 2, 3, 4. Das wäre hier. So, dass wir 3 dazwischen haben. Ach, das. Wie sieht das aus? Ja, 1. Schau mal her. 3, dann wäre es hier. Oh, nee, das geht nicht. Schade, schade. Wir können ja in der Mitte, können wir ja vielleicht was krumm lassen. Dann gehen wir von beiden Seiten ran. Doch, was? Nee, es geht nicht. Das geht nicht. Nee, was rede ich denn? Was rede ich denn? Wie immer Unsinn. Aber das kann ich gut. Das kann ich gut. Ja. Aber warte mal, wie viel haben wir denn? 3 und 3? Und wie viel sind da noch in der Mission? 1, 2, 4, 5 in der Mitte. Das heißt hier. So. Dann hätten wir es symmetrisch. So. Ja, richtig, richtig, ganz genau. Ich stehe drauf. Ich mag Symmetrie. Ich mag ja. Ich mag das. Alle lieben begeistert. Symmetrie. Denn wenn ja, der Tag voll Symmetrie, dann brauchst du doch kein Liebeslied. Symmetrie, Symmetrie, wir lieben Symmetrie. Und in Wirklichkeit war das Lied mit Bulimie. So. Ja. Ja, jetzt ist die Überlegung, weil so. So ganz alleine sieht das ein bisschen, wie soll ich sagen? Ich weiß auch gar nicht, warum habe ich denn die... Also ich würde hier eventuell... Weißt du was? Hier liegt, glaube ich, eine Fackel auf dem Boden. Ich habe eine richtig tolle Idee. Komm doch mal. Ich will dir mal zeigen. Wo bist du denn? Ich hänge hier irgendwie im Wasser auch gerade fest. Wo bist du? Dreh dich mal um. Ich bin im Wasser. Hier, genau, richtig. Wenn du hier zu mir kommst, dann zeige ich dir mal, indem ich dahin laufe an die Lokation, was ich mir so denke. Lokation? Jetzt wird's aber ehrlich. Ja, ja, an den Lokus. Pass auf, ich gehe mal an den Strand. Ich gehe mal an den Strand. Und zwar, da wo ich jetzt stehe, was hältst du denn davon? Wir ziehen hier eine Stadtmauer entlang, um unser Areal, ja? Und machen auch noch einen Turm dazu, einen Wehrturm hier. Und auf die andere Seite kommt auch noch ein Wehrturm, ja? Ein Wehrturm und die Stadtmauer, die wird noch, ich weiß noch nicht genau wie, aber die wird verlängert. Was hältst du denn davon? So eine kleine Siedlung, ja? Also nicht keine Burg, aber so eine Siedlung mit Holzpalisade. Weißt du, was ich meine? Und wenn wir von Feinden angegriffen werden, die auf dem Server nicht sind, schmeißen wir Jules über die Mauer, oder was? Genau, so machen wir das. Sehr gut. Also ich würde übrigens da, wo wir die Fünfer, also hier, ne, hier auf der Höhe, hier unten, würde ich vielleicht noch was ins Wasser bauen. So eine Stützpfeiler, weißt du, damit man dann, wenn man... Nein, genau, nee, so ein Stützpfeiler. Weil da muss man an dem vorbei manövrieren in diese
Was ist denn das für eine Hütte? Was oder wir machen Bögen. Guck mal, wir machen Bögen. Können wir auch machen. Was? Ja, das können wir machen. Was baut der da hin? Bögen. Was wird das? Oh, warte mal. Ich hole mal kurz Stufen. Was denn? Was macht der? Ich komme mal kurz. Weil so ist das richtig. Da können wir der Jugend mal beim Arbeiten zugucken. Wir hätten früher viel schneller und besser gearbeitet. Nee. Guck dir das faule Kinderpack da mal an, du. Die kriegen nichts auf der Kette. Wie der schon den Speisfass vor sich her schiebt. Das ist ja unglaublich. Nee, früher war das ganz anders. Aber es ist eine hübsche Foliere. Eine hübsche Foliere. Soll da ein Vogel rein oder was ist das für ein Glas? Nee, da ist einer drin. Eine Kohlmeise. So. ich organisiere mal Stufen. Ich könnte in der Zwischenzeit, genau, mach du das mal. Ich mache in der Zwischenzeit, glaube ich, mal einen auf den Baummeister. Baummeister. Okay. Baummeister. Bob ist ja der Baumeister. Ich wollte einen auf Baummeister machen. Wiederhol das bitte. Bankenüberfall. Wobei, wir haben noch so viel Rohr. Ich brauche überhaupt kein Schwarzweichen-Eichen. Warum brauchst du kein Schwarzweichen-Eichen? Weil wir noch so viel Holz haben. Ach so, okay. So ein Schwarzweichen-Dings-Eichen. Ja. Okay, alles klar. Sag mal, warum haben wir hier oben eigentlich noch keine Baustation? Weiß das eine? Du, ich hab keine Ahnung. Warum? Ich kann's dir nicht sagen. Gib mir mal einen Kuchen. Gib mir mal einen Kuchen, den Kuchen mag ich gern. So, jetzt zeigt der Onkel mal, wie das hier zu funktionieren hat. Oh, falsches Holz. Jetzt zeigt der Onkel mal, wie das zu funktionieren hat. Jetzt zeigt der Onkel mal, wie es nicht zu funktionieren hat. Ganz genau, richtig. Genau das wollte ich sagen. Jules, dafür mag ich dich. Deine Auffassungsgabe ist hervorragend. Wahnsinn. Ah, du holst schon die Stufen, kann es sein? Nein, ich habe nur Holz reingelegt, weil wir so wenig hatten, habe ich mal. Was brauchen wir denn? Eichenholz können wir gebrauchen, Birkenholz. Eichenholz können wir gebrauchen. Dann mache ich doch jetzt mal einen Eichensetzling. Einen Eichensetzling. Und dann pflanze ich mal neue Eichenbäume. ja, finde ich gut. Pflanzt du mal die Eichenbäume. So. Ich schnapp mir mal das Holz, was hier liegt. Und geh mal. Dudai. Hast du vergessen? Dudai. So. Schon wieder falsch. Das kann doch wohl nicht wahr sein jetzt. Was für ein Holz. Wie viele verschiedene Holzvarianten haben wir denn hier? Ja, einige. Wie alles beim Obi. Schöne Grüße, unbezahlte Werbung. Wie, du lässt dich nicht von Obi bezahlen? Bist du doof? Nein, natürlich nicht. Ist doch ein guter Laden. Unbezahlte Werbung. Ach so, das ist. Okay, ich habe ein bisschen Stufen hergerichtet. Ich hoffe, das hört nicht. Ich habe so ein bisschen was vorbereitet. Und ich habe was vorbereitet. Wird es noch was mit eurer Brücke? Oder? Ja, natürlich. Ja, diese Folge nicht mehr, aber. Das läuft. Ich komme dann zum Special bei der 100. Folge oder was? Oder? Da aber ist die fertig. So Special, das glaubst du nicht. Hauptsache, du bist nicht Berliner und versuchst da dein Fischergebäude ähnlich fertig zu kriegen wie den Berliner Flughafen. Nee. Richtig. Das schaffe ich nicht. So schnell. Das ist gut, dass du das nicht schaffst. Ist gut. Das brauche ich nicht. Hi, na? Du kleiner alter Schänder, du. Ich stehe nämlich gerade neben Jules Eisenschänder hier, der mit dem großen Genital. Goldständer. So. Aber jetzt habe ich es richtig. Ja. Hey, was ist da los? Jetzt bin ich ausgerutscht. Nee, passt schon. Ist das Holz glatt? Das Holz ist glatt. Weizen. Was stimmt denn hier nicht? Was hast du für einen Boden hergenommen hier?
Was? Schwarzeiche habe ich. Die Brücke ist aus Schwarzeiche. Ja, aber du hast da so einen Halbboden genommen, kann das sein? Ich habe Halbboden genommen, ja, damit die schlanker wird, ja, weißt du, nicht so brutal ist. Sag mal, haben wir keine Möhren mehr? Das ist natürlich jetzt schlecht. Jetzt kann ich hier nicht anbauen. Wie soll denn das machen? Ach so, warte mal. Nee, das geht. Ich muss deine Brücke ein bisschen zerstören. Das passt, ne? Ja, wir gewonnen sozusagen. So ist das. Also gut, ich glaube, mein Haus wird nichts mehr schöner. Sei doch nicht so. Sei doch nicht so. Was sagt der oberste Bauleiter? Reichsbauminister, ich komm gleich. Machst du wieder einen auf Speer oder was? Was denn? Was denn jetzt schon wieder? War das nicht, wie hieß er denn? Aldorf Speer oder so ähnlich? Hieß der Speer? Ja, ich meine, ne? Weiß ich. War das nicht der Superarchitekt von dem größten wahnsinnigen Österreicher? Hat er nicht hier das Stadion neu geplant, konzipiert? Und Germania ein bisschen vorne getrieben, das Projekt? Irgendwie so. War da was? Ich meine doch. So, no, irgendwie so. I wish you a Merry Christmas. Happy New Year. Uha, DSDS hat schon wieder angerufen. Wir wollen dich schon wieder dabei haben. Ja, das kann ich auch verstehen. Meine liebliche Stimme, oder? Ja, klar. Lieblich wäre jetzt nicht das Attribut, was ich, aber naja, jeder wie er will. Warum, was hättest du denn? Nein, alles in Ordnung. Weißt du, eine Stimme, die sich anhört wie eine verrostete Klospülung, ist jetzt in meinen Augen nicht lieblich, aber alles gut. Ich verstehe das nicht. Ist in Ordnung. Ich verstehe auch gerade nichts, die Kühe sind so laut, diese alten Sexmonster hier. Die Kühe sind so laut, deshalb bleibe ich hier. Schön. Nee, ich vermehre und gleich gehe ich da mit der Sense durch. Ja, ich brauche Fleisch. Warum? Das ist doch Hühnchen, ist doch vorhanden. Wir haben doch. Ja. In der Nahrungsmittelkiste ist noch was drin. Huch. Nee, das ist falsch. Das will ich so nicht. Noch tatsächlich. Da stimmt doch irgendwas nicht. Was stimmt denn da nicht? Was ist denn hier nicht in Ordnung? Guck mal. Das ist gar nicht Wunschkäppig. Was ist das denn? Nicht schön. Aber selten. So, jetzt machen wir mal kurz einen Besuch beim Fußball, was der so treibt. Guck mal, wie möchtest du es denn machen? Möchtest du den Stützpfeiler hier? Möchtest du den geradlinig runterbauen oder was hast du da vor? Vielleicht kann man den auch ausschmücken, weißt du? Ich versuche jetzt gerade so Torbögen, so Brückenbögen zu machen. Und in der Mitte so eine Säule hinzusetzen, die natürlich ähnlich dekoriert ist. Weißt du, wie ich meine? Ich bin noch nicht fertig. Nur mal so ein Pilotversuch. Lass mich doch mal wieder hinbauen. Du hast einen Jules am Arsch. So. Ich habe Jules am Arsch. Ja. Ja. Und, der hat die ganze Zeit geschnüffelt. Nicht zu ärgern. Hast du denn da schon hier Zeit für? Ist denn dein komischer Bauplatz da schon fertig? Oder? Was für ein Bauplatz? Meinst du ja. mich? Oder nee, du Jules? Den Jules, der hier rumhüpft wie so ein junges so. Reh. Und ja, ich bin ja noch jung und dynamisch, nicht so wie ihr zwei. Ja, in deinem Alter, vor 50 Jahren, da war ich auch noch immer, da habe ich aber jeden Abend eine gerammelt. Nee, nur weil ich jetzt ein bisschen... Ich hab die gleichen gerammelt. Ja, meistens zusammen. One hole, two dicks. Nee, wie war das? Keine Ahnung. Niveau ist aber ganz tief unten, wa? Was ist das dann? Was ist denn das? Das habe ich schon mal gehört. Niveau ist eine Fettcreme. Niveau habe ich schon mal gehört. Da Creeper. So ein paar... Zwei Creeper. Wo? Unter der Brücke.
Dann hören Sie hin. Nicht schön. Die neue Brücke. Kann das sein, dass der Eisengolem hier Sachen kaputt schlägt? Sag mal, wofür haben wir eigentlich... Ins Wasser! Wofür haben wir eigentlich einen Eisengolem, hä? Der guckt doof. Das war's schon. Wirklich? Das kann er ja. Also wenn es so weitergeht mit den Creepern da hinten, haben wir bald keine Insel mehr. Alles klar, Junge. Du hast einen guten Job gemacht. Aber es gibt keine XP dafür? Du bist ein Arsch, ehrlich. Was hast du denn angestellt? Nee, ich hatte hier so einen Schwachsinnigen hinter mir, weißt du? Und, Kenne ich. Hab ich das hier gesetzt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und den habe ich dann, habe ich mich sozusagen richtig schön feige hinter dem Eisengolem versteckt. Und da hat er den auseinandergenommen. Da hat er dem richtig auf die Fresse gehauen. Richtig mit Gewalt. Ja, ich hab doch gesagt, Mann. Irgendwas. Ja, aber ich musste mich wie so ein feiges Hühnchen hinter dem verstecken. Ich meine, ich kann das auch. Ich bin ja ein Huhn, aber... Ein Fusselhuhn, aber... Miau. Was, ein fusseliges Huhn? Mhm. Ein fusseliges Huhn. Wer hat eigentlich unser Boot entführt und nicht wieder angelandet? Das hier, Jules. Also, Jules, das kann doch nicht wahr sein. Guck dir mal die Sterne an. Das ist der kleine Boot. Wagen. Das dicke Nilpferd. Schön. Und der große Onkel. Ja, der ist auch da. Dell, Dell, Dell. So, wie weit bist du denn, Käppchenwot? So, ich bin gerade hier so ein bisschen am Dingens aussortieren. Warum ist eigentlich immer noch dunkel? Aber schön, dass wir hier eine Brücke haben, weil dann kann ich endlich zu meinem Feld mal rüber. Das hier. Das dorthin, das hier hin. Und dann habe ich das und das muss nach oben. Das muss nach oben. Das muss nach oben. Oben! Ach, ich habe die deswegen nicht gefunden, die Karotten, weil die aussehen wie Zuckerstangen. Ja, der erklärt natürlich alles. Zuckerstangen? Ach so, ja klar. Ja. Stimmt. Genauso war, wie du mir dann vorwirfst, ich hätte da irgendwelche Stühle in unser Becken gebracht. Hast du auch. Ja, hast du auch. Nein. Aber ich finde die Idee schön. Ich finde die Idee hübsch. Was, mit Stühlen? Das war ein Huhn. Schau mal, was der Gorilla so da fabriziert. Was? Ja, was hat er gesagt? Wer da hingeht, kriegt er eins aufs Maul oder so, ne? Irgendwas hat er da doch gesagt. Ja, ist okay. Soll er kommen? Ich warte auf eine. Ja, das wäre schön, wenn er das mal wieder könnte, aber irgendwie... Ist halt alt und eingerostet, der Junge. Ich mühe mich da ab, weißt du, und mach und tu. Kann er doch nichts, dafür kann er nichts, dafür kann er nichts. Ach, ich glaube schon. Okay, dann schon. Dann ist okay. War wieder irgend so eine billige irische transsexuelle Prostituierte, ne? Und seitdem geht's nicht mehr. Ja, mein Gott. Kriegt halt keinen mehr hoch. Ja. Er kriegt halt keinen mehr hoch. Aber so ist das. Wenn man alt wird. So, jetzt bin ich wieder gewappnet für die nächsten Schandtaten. Für die nächsten Schandtaten. Ihr seht, das sind also die berühmten Zuckerschweine, denen ich nämlich eine schöne Zuckerstange in den Rücken schiebe. Ich hab abgenommen. Naja, hast halt wenig Zucker von mir in den letzten Tagen gekriegt. Ja, richtig. Nur Saures. Ja, wie sich das gehört. Sag mal, müsstet ihr nicht eigentlich Babys herstellen? Babys? Babys herstellen? Also ich habe die jetzt alle gefüttert und die stellen gar keine Babys her. Eins, zwei. Bisschen wenig, drei, oder? Dafür, dass ich die so voll gefüttert habe. Geh doch mal, nimm doch mal deinen alten. Aua! Wer? Wo? Ich werde wieder nur geprügelt, das ist unglaublich. Jeder, wie es verdient. Geh doch mal weg, du fette Kuh! Weißt du, du bist ein Schwein, aber.
Was macht denn ihr da? Was macht denn ihr? Hier ist ein Bogenschütze. Das hört sich ein bisschen komisch an. Das ist ein bisschen komisch, was ihr da so macht. So. Jules hat... Oh, du hast einen tiefen Pfeil im Hintern. Echt? Ja. Oh. Komm, lass uns reingehen, die Folge ist vorbei. Hier ist auch schon wieder irgendwo eine Spinne. Ach, ist das wieder nicht. So, ja, dann haben wir es geschafft für heute, oder? Ja, sind wir schon wieder. Haben wir schon. Ja, ist schon wieder soweit. Ist schon wieder 20 Minuten rum, hör mal, man wird es nicht glauben. Wir haben eine neue Brücke, wir haben immer noch so einen komischen Bau da, so einen Rattenbau, keine Ahnung. Jules, mach das doch mal rund. Wir sind hier in Minecraft, du kannst auch wohl mal ein rundes Gebäude hinkriegen. Ja, nicht bei ordentliche Vermehrung. Wird super. Muss ja, dann möglich sein. Sagen wir an der Stelle mal ganz herzlich Danke für alle, die bis hierhin geschaut haben. Wer das nicht geschaut hat, ist selber schuld. Hat nämlich was verpasst. Und wünschen euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt uns gewogen und schaut gerne bei einem der vielen anderen Let's Plays auf unseren Kanälen vorbei. Und vor allem schaut mal auf den anderen Kanälen vorbei. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.